Hallo Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Let's Play Grid Autosport. Wir machen weiter, Saison Nummer 20, Touring und es geht mit Rennen Nummer 2 von 2 weiter hier im Autodromo do Algarve. Und unser zweiter Wagen geht vom 12. Startplatz ins Rennen. Ich habe deinen Teamkollegen... Ja, wir starten in umgekehrter Reihenfolge von dem letzten Rennergebnis und jetzt heißt es natürlich ganz wichtig, Rick Scott und Aaron Wessler hier schnellstmöglichst überholen. Das letzte Rennen hatten wir gewonnen vor Rick Scott, da haben wir sogar ordentlich Punkte aufgeholt, weil Aaron Wessler nach einem Unfall am Start weit nach hinten gefallen ist und unser Teamkollege eigentlich ganz gut dabei war. So, unser Teamkollege hat sich schon irgendwie geschafft, auf den letzten Platz zu setzen. So, Herr Scott, machen Sie mal ein bisschen Platz hier, damit wir auch noch ein paar Meter haben. Jetzt hat er uns schön rausgedrängelt. So, aber da kommen wir auch wieder rein hier in diesen Kurven. So, alles gut hier. Nur Blechschäden. So, Rick Scott, der ist nach hinten gefallen. Den haben wir jetzt hier mal ein bisschen weggedrängelt. Uiu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 
ja. Ja, das reicht wahrscheinlich noch nicht ganz. Boah. Aber wir haben noch ein, zwei Kurven, wo wir vorbeigehen können. Oh, nee, oder? Rick Scott kommt hier jetzt ran. Das gibt's ja gar nicht, dass der auch so weit nach vorne gekommen ist. Hoffentlich bleibt der Typ hinter uns vor Rick Scott. Ich weiß nicht, auch nicht, wo Aaron Wessler ist. Aber der wird, denke ich mal, vor unserem Teamkollegen sein. Und ich habe mich schon so auf die Teammeisterschaft gefreut. Ah, der wird Rick Scott gleich vorbeigehen. Ich glaube, der wird Zweiter werden. Nein. So, jetzt müssen wir nur aufpassen, genau, dass der uns hier nicht den ersten Platz wegnimmt. Und dann ist das eigentlich ein vernünftiges Ergebnis. Boah, was ein Rennen, meine Herren. So, gucken wir mal. Aaron Wessler ist Sechster. Unser Teamkollege auf 9, Rick Scott auf 3. Das heißt, wir holen 20 plus 7 macht 27, Rick Scott holt 16, Aaron Wessler holt 10, ha, ein Punkt aufgeholt. Das heißt, nur noch 9 Punkte Rückstand, aber das wird eng werden. Also, boah, das wäre schon schwierig, 9 Punkte zu verteidigen in den nächsten beiden Rennen. Aber gut, ja, wir werden es sehen. Da müssen wir auf einen Totalausfall von einem der Fahrer hoffen. Und naja, ich bin mal sehr gespannt. So, wir werden uns auf jeden Fall noch das nächste Qualifying angucken und dann in der nächsten Folge dann die beiden Rennen als abschließendes, ja, Saisonfinale. Und danach, ja, geht's dann mit Endurance weiter. Toi, 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 ja, freue ich mich schon richtig drauf. Naja, wird schon irgendwie werden, ne? Ja, bei Endurance müssen wir ja noch einige Punkte holen, damit wir hier dann auch in die nächsten Final Series, so nenne ich es mal, reinkommen können. So, auf geht's. Und so wie es aussieht, die volle Strecke. Das finde ich ja gut. So, und der Stefano Bruno hat gerade mal 11 Sekunden Vorsprung vor dem anderen. Aber noch sind nicht viele Rundenzeiten da. Ah, das war nicht so gut. Ah, weit raus. Bisschen zu spät auf der Bremse. Immer noch Vorsprung, aber der wird nicht wirklich größer. Also ich glaube, diese Zeit wird nicht reichen für die Pole Position. Also da müssen wir uns wirklich nochmal verbessern. Also haben wir eine Menge verloren am Ende. Oder der Stefano Bruno hat sich nochmal verbessert.
auch nicht ganz optimal. So, hier haben wir die Kurve jetzt wenigstens mal so gefahren, wie man sie auch fahren muss. Wirklich so als eine lange Kurve. Na, da waren wir zu weit draußen. Da sind wir jetzt außen über die Linie gefahren. Das hat auch eine Strafe gegeben. Boah, minimal hier. Ja, 5,7 Sekunden Vorsprung. Das klingt schon ganz vernünftig. Auch wenn der Rick Scott sich gerade hier nochmal eine Verbesserung geholt hat. 2 Minuten 9. Aber das sollten dann immer noch 4 Sekunden ungefähr Vorsprung sein. Doch wieder, ich verstehe nicht warum, aber wir verlieren so viel Zeit hier am Ende. Warum? Ich verstehe es nicht. Aber das sollte dennoch reichen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass hier jetzt die 1 stehen wird. Jawohl, so ist es auch. Also die Pole Position in Sepang haben wir uns geholt. Auch wenn wir am Ende, also ich verstehe nicht warum, aber 2-3 Sekunden verlieren wir da. Was ist da los? Verstehe ich nicht. Naja, ist auch nicht so wichtig. Ja, es geht dann weiter in der nächsten Folge mit den beiden Rennen. Ja, und die Entscheidung, ja, im Einzel ist er, denke ich mal, gefallen. Aber im Team haben wir 9 Punkte Rückstand. Nächste Folge wissen wir, ob wir da nochmal Chancen haben, ranzukommen. Wäre ja super, wenn. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm, denn die Sponsorenziele sind, glaube ich, bei Platz 5 oder 6 im Team. Also nichts Dramatisches. Eigentlich haben wir es schon alles geschafft. Der Rest ist Kür. Ich sage danke fürs Zuschauen. Freue mich auf die nächste Folge. Freue mich auf euch. Und ja, wäre schön, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann.